Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas draußen, der Sky ist am Start, genauso wenn ich keine Runde Let's Community Beef. Und ich mache das hier, um ein bisschen Informationen rauszuhauen von dies und das und jenes. Und deswegen drücken wir mal direkt hier auf Team Deathmatch. Yeah. Ich habe so eine kleine Aktion so. Und na, dann wisst ihr jetzt Bescheid. Danke fürs Zusehen. Und dann, ja. Machen wir gleich, wenn das Spiel beginnt, sonst laber ich jetzt schon alles im Endeffekt durch, was ich durchlabern muss, und dann habe ich nichts mehr zu labern, während ich spiele, vor allem weil ich während des Spiels sowieso wahrscheinlich keinen richtigen Satz sprechen werden kann und so. Keine Ahnung. Sturmsoldat, nehmen wir. So. Okay. Ich muss auch noch immer. Jedenfalls habe ich jetzt auf Facebook mir so gedacht, um ein bisschen Aktivität auf Facebook mal zu bringen, weil ich nicht gerade der extreme Poster bin, um ein paar Leute trotzdem mal raufzukriegen, exklusiv Videos auf Facebook hochzuladen. Scheiße, das ist natürlich ein Problem. Ja, dort ein bisschen Aktivität reinzubringen. Also es lohnt sich auch auf meiner Facebook-Seite mal reinzuhauen. Was machst du denn da? Komm zurück! Das ist eine sehr frühe Antwort, dass ich zurückkommen soll. Aber okay. Oder könnt ihr euch immer vorbeischauen. Ein Video, wie das schon ein Video auf Facebook ist schon. Ich kann im Endeffekt so alles hochladen. Deswegen kommt ihr zum Einsatz. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr gerne sehen wollt, was ihr halt nicht mehr auf dem Kanal sehen möchtet. Zum Beispiel jetzt mal rausgehauen, Yu-Gi-Oh! Duelle oder sowas. Die wollt ihr eigentlich nicht mehr auf YouTube haben, sondern auf Facebook, wenn überhaupt. Das akzeptiere ich in Art und Weise. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schroten, wie ihr es gerne sehen wollt. Jedes Mal, wenn ich aufnehme, habe ich Schmerzen. Ja, klar. Jedes Mal, wenn ich aufnehmen will, läuft die Nase. Guck mal, da oben braucht jemand ein Medikit. Ich rette dir. Hier ist deine erste Hilfe. Er ist tot. Er braucht das Medikit nicht mehr. So. Komm runter, wenn es einer. Ich hab den Arsch verletzt. Ich keine Arsch. Infanterie marschiert auf uns zu! Okay, jetzt sind gerade Zeit gefunden. Hier mal oder so. Wir sind in der Falle, helft dir! So, hier ist keiner. Okay. Jedenfalls könnt ich dir mal sagen, was ihr gerne mal sehen wollt. Da war da. Ich bin für. Hey, das ist mir. Vor allem wegen den Kindern, die ich schon weit offen durchsieht. Des Weiteren hatte ich mein erstes Fotoshooting, wow, mit der ODST-Rüstung. Wenn ihr das gerne mal sehen wollt, möchte ich auf die wunderschöne Seite meiner Fotografin und als Freundin, in der Hinsicht Freundin, Bekannten Freundin. Jeder, wenn man sagt mal Freund, oh, Freundin? Nein, nicht so Freundin, sondern Freundin, Freundin halt. Fick, na fuck, fick! Und den Link ist in der Videobeschreibung, weil ich sowieso wieder vergessen würde, es jetzt hier einblenden zu lassen. Deswegen würde ich mich mal freuen, guckt mal da auf die Seite drauf, in der Videobeschreibung der Link. Könnt ihr gucken, ob es euch interessiert. Der hat ja auch viele andere Bilder, ihr habt mich gesehen, ich war schon seit längerem dabei. Ist eine super coole Tante. Des Weiteren sitzt die liebe Shiro gerade neben mir und die hat ein. Die können nicht sehen, wenn du winkst. Hält euch erstmal ins Ziel, ihr blöden Spackendrecksackviecher, Arschloch! Mann! Okay, ich bringe die Scheiße jetzt schnell hinter mich, damit ich jetzt mich konzentrieren kann und dann wenigstens hier ein bisschen. Jedenfalls hat sie jetzt auch einen Kanal geöffnet und für alle Anime-Interessierten oder Cosplay-Interessierten, die noch ein paar Tipps suchen oder uns gerne Tipps geben möchten, können wir auf ihre Seite schauen, auch Link in der Videobeschreibung. Einfach mal draufklicken.
Es ist nicht gerade die Regelmäßigkeit wie bei mir jetzt halt so, aber Regelmäßigkeit liegt ja im Auge des Betrachters. Es kann auch einmal im Jahr, ist auch eine Regelmäßigkeit. Aber ja, wie gesagt, ihr könnt da drauf gucken, mal informieren und sowas. Da habe ich meinen fucking Eldad ausgepackt, schon läuft's, aber er wird wiederbelebt, ich liege immer noch tot und das Spiel ist eh gleich vorbei. Von daher habt ihr jetzt ein paar Informationen bekommen, die ich noch raushauen wollte. Achso, und das Dingens hier, Isolation ist fast beendet jetzt, diese Drecksaufnahme. Achso, ich bin Munitionsgeber. Die Munition wird jetzt wahrscheinlich nicht gebrauchen. Fickner Spacko, Alter. Jedenfalls ist das fast beendet. Ich muss nur noch so 20 Minuten Videomaterial durchschauen und das dann zurecht schnibbeln alles. Im PewDiePie-Style. Und dann wird endlich wieder vernünftig Isolation. Komm schon, es sind nur noch zwei übrig. Erledigen wir die Bastarde. Daher würde ich sagen, ist es genau der richtige Zeitpunkt. Guckt auf jeden Fall weiterhin drauf. Ich bedanke mich trotzdem, dass ihr mich weiterhin so abonniert habt. Auch wenn so wenig Videos zu weit hochkommen. Wird sich bald wieder geregelt haben. Ich bedanke mich auch hierfür fürs Zusehen. Und hoffentlich, ich schreibe alles in die Kommentare. Wie gesagt, zum Wettbewerb war ich heute ein bisschen schneller. Schreibe alles in die Kommentare und sagt mir, was ihr davon haltet, von den Exklusivvideos. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online. Tschüss!